In diesem Video zeige ich, wie man von einer Fritzbox einen Freigabeordner per USB-Stick erstellen kann und mit dem CAN-Drucker dann darauf scannen kann und wiederum die Scans dann am Windows-PC abholen kann. Wir fangen beim ersten Schritt an, der Fritzbox. Die bekommt jetzt einen USB-Stick von mir spendiert. Dazu habe ich sie hier mal rumgedreht. Hier unten ist die USB-Buchse und da kommt der USB-Stick rein. Der fängt dann auch fröhlich das Leuchten an und ist dann hoffentlich somit verbunden. So, das war jetzt Schritt 1 an der Fritzbox. Jetzt sind wir beim zweiten Schritt und jetzt habe ich mich hier auf meine Fritzbox eingeloggt. Dazu gebe ich oben einfach die IP-Adresse ein im Browser und kann mich dann einloggen. Danach gehe ich auf Heimnetz, dort finde ich dann den Punkt Speicher in Klammern NAS und hier finde ich dann auch meinen USB-Stick aufgelistet. Wichtig ist, der Haken hier muss aktiv sein und hier unten muss auch ein Haken gesetzt sein, Zugriff über ein Netzlaufwerk aktiv. Und als nächstes gehe ich hier unter System und wähle den Punkt Fritzbox Benutzer, denn wir werden jetzt einen Benutzer definieren, welcher auf das Laufwerk zugreifen kann. Dazu lege ich einen neuen Benutzer an. Der nennt sich jetzt hier usefulwit, hat die E-Mail-Adresse info@usefulwit.com und das Kennwort ist super geheim. So, wir wollen den jetzt aber nur dafür benutzen, dass dieser Nutzer Zugang zu NAS-Inhalten hat. Deshalb klicke ich nur diesen Punkt an. Hier kann ich jetzt Verzeichnis hinzufügen. Standardmäßig würde er jetzt hier alle freigeben. Ich wähle jetzt aber speziell hier den USB-Stick, sage hier okay, lesen und schreiben ist auch erlaubt und klicke hier auf übernehmen. Wir können jetzt prüfen, ob das funktioniert hat, indem ich jetzt ein Windows Explorer Fenster öffne. Hier oben gebe ich dann mit zwei Backslashen die IP ein, 112.168.0.1, schlägt er auch schon vor, drücke Enter und werde jetzt nach dem Passwort und Benutzer gefragt, den ich gerade definiert habe. Und hier, das ist diese Angabe, die wir vorhin gesehen haben, fritz.nas. Hier ist dann der Stick und hier könnte ich jetzt zum Beispiel mal eine Datei anlegen. Ich habe ja Schreibrechte. Genau, also der ist leer, aber das soll uns jetzt beim Scannen nicht stören. Nachdem jetzt die Fritzbox soweit vorbereitet ist, dass ich scannen kann, dann können wir jetzt hier am Drucker beginnen. Und wer jetzt denkt, ich kann den hier einrichten am Bildschirm, der hat weit gefehlt. Das ist ein bisschen komplizierter bei dem Scannen, aber das schaffen wir trotzdem. Ich bin jetzt eigentlich nur hierher gekommen, um zu gucken, welche IP-Adresse das Teil hat. Und ich würde euch auch empfehlen, dem eine feste IP zu geben. Wie das geht, ist jetzt nicht Teil dieses Videos. Das habe ich bei einem Beispiel eines Epson-Druckers mal in einem anderen Video gezeigt. Das verlinke ich euch natürlich. Wir schauen jetzt einfach mal nur, was der für eine IP-Adresse hat. Das sehe ich hier unter den Geräteeinstellungen. Dort gibt es die LAN-Einstellungen, andere Einstellungen und die TCP-IP-Einstellungen. So, hier kann man sie jetzt quasi... Genau, entweder automatisch einrichten lassen oder manuell einrichten lassen. Wenn ich es jetzt automatisch einrichten lasse, dann holt er sich es von der Fritzbox, da habe ich eine feste definiert oder halt manuell, da kann ich dann halt die feste vergeben. Wenn ich die jetzt allerdings sehen will, muss ich, wie war das, LAN-Einstellungen bestätigen, genau. Hier sehe ich jetzt die IPv4-Adresse, die 124, die merken wir uns jetzt und wir sehen uns gleich wieder am PC. Um zu prüfen, ob das mit der IP auch so stimmt alles, kann man im Browser einfach die IP hier oben eingeben und ja, man sieht, das passt. Ich sehe hier also meine Druckerseite. Wer jetzt hofft, dass er hier den Ordner eingeben kann im Webinterface, auch wie hier wieder weit gefehlt, das geht leider nicht. Das wäre echt schön gewesen. Stattdessen gehen wir jetzt mal auf die Canon-Seite und laden uns das entsprechende Tool runter, mit dem ich am Ende dann die Verbindung zum Ordner herstellen kann. Dazu gehe ich jetzt hier auf Support und ja, Software wahrscheinlich, ach Gott. Genau, Auswahl nach Produktgruppe. Ich weiß doch, wie das Ding heißt, das heißt MB5150. Und da habe ich ihn schon. Und hier gehe ich dann auf Software, genau, das konnte man ja vorhin schon so umständlich auswählen. Hier Betriebssystem auswählen und jetzt... Scrollen oder Steuerung F, ich glaube das Ding heißt Quick irgendwas, Quick, ja, die Quick Utility Toolbox ist es, genau. Und die laden wir jetzt hier einmal runter, akzeptieren das, speichern und jetzt führen wir die gleich aus nach dem Download, bestätigen hier mit Ja und hier klicken wir uns jetzt durch. Hier wird jetzt noch die Firewall so eingestellt, dass er an den Drucker kommt und hier gehen wir dann auf Complete. So, diese Toolbox, die wollen wir jetzt ausführen. Dazu gehe ich in meine Liste mit Programmen. Hier finde ich die dann unter Canon Utilities und hier ist die Quick Utility Toolbox.
Ja, da sagt er mir natürlich, ich muss jetzt einen Drucker hinzufügen, das bestätige ich mit Yes. Er versucht jetzt den Drucker zu finden. Ah, doch, er hat ihn gefunden. Also tatsächlich, hier ist er, unser Drucker, passt auch soweit. Hätten wir jetzt auf die IP vielleicht gar nicht schauen müssen. Gut, wir gehen hier auf Destination Folder Settings. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung, aber da dürft ihr euch warm anziehen. Hier wird jetzt nach einem Administrator-Passwort gefragt. Da schaut bitte im Handbuch. Entweder es gibt ein Standardpasswort bei Canon oder in meinem Fall ist es die Seriennummer des Druckers gewesen. Ich habe die natürlich mittlerweile das Passwort geändert. Die Seriennummer vom Drucker, die kann man auch über das Display rausfinden oder steht, glaube ich, auch hinten dran. So, ich habe jetzt mein Passwort eingegeben, gehe auf OK und hier sehe ich jetzt schon mal, was eingestellt ist. Ja, das ist halt mein NAS, wie ihr seht. Und ich kann jetzt aber hier noch einen weiteren Ordner hinzufügen. Wie soll der angezeigt werden? Das wäre der Display Name. Den nenne ich dann einfach mal Fritzbox. So, und jetzt kann ich hier genau das eingeben, was wir vorhin hatten. Jetzt kannst du machen, wie ich es vorhin schon gezeigt habe. Ich gehe jetzt hier rein auf die 1. So, Fritz NAS, Send is Cruiser. Und hier habe ich mir jetzt einen Ordner angelegt, der heißt halt einfach Scan. Und diesen Pfad hier oben kann ich einfach kopieren. Kopiere den hier rein. So, und jetzt müssen wir hier uns anmelden. Wir erinnern uns, useful wit und Passwort war super geheim. PIN-Code bitte rauslöschen am besten, wenn ihr ihn privat benutzt. Ansonsten kann man da jetzt noch einen PIN-Code für den Zugriff auf den Ordner definieren. Das muss man dann im Display vom Drucker eingeben. Hier mache ich jetzt einen Connection-Test. Wenn der sagt, succeeded, sieht's gut aus. Und jetzt gehe ich hier auf OK. Und jetzt kann ich hier mit Halt, das ist genau falsch. Gut, dass es jetzt mir passiert ist. Es ist nämlich jetzt gar nichts gespeichert. Man muss immer Register to Printer schreiben. Und jetzt wird diese Konfiguration erstmal in den Drucker geschrieben. So, jetzt sollte das passen. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch die Frage schon beantwortet, wie man so ein Netzwerklaufwerk in Windows zugreift. Das heißt, wenn ich jetzt scanne, dann landet er hier und ich kann mir das PDF, JPEG oder sonst was hier anschauen. In einem anderen Video habe ich schon gezeigt, wie man solche Laufwerke mit einem Skript dauerhaft einbinden kann, sodass die dann hier unter meinem PC erscheinen. Nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt mal an den Drucker und schauen uns das an, wie es da ausschaut. So, jetzt stehe ich vor meinem Drucker, kennt ihr ja schon im Menü, und ich gehe jetzt hier auf Scan. Und hier habe ich jetzt diese vier Möglichkeiten, eben USB-Flash-Laufwerk. Ist zwar jetzt ein USB-Flash-Laufwerk, aber das ist ja das weiß ja der Drucker nicht. Mit USB-Flash-Laufwerk sind natürlich nur die USB-Sticks gemeint, die ich direkt an Drucker anschließen kann. So, hier gehe ich jetzt auf Zielordner und hier sehe ich jetzt mein NAS, das habt ihr vorhin in der Liste schon gesehen, und die Fritzbox, die wir gerade ausgewählt haben. Jetzt versucht er eine Verbindung herzustellen, das hat auch geklappt. Dann nehme ich doch jetzt mal irgendwas zum Scannen. Nehme ich hier mal so eine Geburtstagskarte, lege die mal hier unten hier rein. Und hier kann ich jetzt auswählen, Farbe oder Schwarz-Weiß. Ich sag mal Color. Das kann ich hier sagen, beenden. Wenn ich jetzt weiter scannen würde, dann würde das alles zu einer großen PDF-Datei zusammengefügt werden. Aber ich habe nur eine Seite, also gehe ich auf Beenden. Und so heißt jetzt eben die Datei. So, das Video ist jetzt hier an der Stelle fertig. Jetzt kann ich am PC, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, mit diesem Backslash darauf zugreifen. Kann mir die Datei abholen. Ich könnte jetzt auch einfach den USB-Stick abziehen und in den PC stecken, aber das wäre mir jetzt zu umständlich. Schaut doch euch bitte auch nochmal die zwei anderen Videos an, die ich schon erwähnt habe. Einmal das Video, wie kann ich in einem Drucker eine feste IP festlegen, und das andere Video wäre, wie kann ich diese Ordner, also hier jetzt den Ordner, den die Fritzbox freigibt, so in Windows einbinden, dass ich das nicht jedes Mal beim Neustart machen muss, sondern dass das vollautomatisch funktioniert.